Einen wunderschönen guten Morgen. Der Tag ist gerade angebrochen und ich bin auf dem Weg nach Frankreich. Und darauf gibt es eine leckere, heiße Schokolade. In diesem Sinne, auf das, was da noch kommt. An einem Rastplatz an der Landesgrenze treffe ich mich mit Sonja und Peter von den Harzratten. Es ist schön, zur Abwechslung weder Fahrer noch Beifahrer, sondern Rücksitzer zu sein. Denn dann kann man die wunderschöne französische Landschaft in vollen Zügen genießen. Nach einer über 6-stündigen Anreise erreichen wir schließlich unser erstes Ziel. Für meine YouTube-Stories und auch für einen Kurzfilm bei den Short-Tapes filme ich diese unbearbeitete Sequenz. So, unser erstes Ziel, ein kleines Chateau, versteckt sich da hinter der Mauer. Und da müssen wir jetzt natürlich nur schauen, wie kommen wir da rein. Jetzt kommt gleich das Eingangstor und da ist natürlich zu, ist ja klar. Ich würde vorschlagen, wir werfen mal einen ersten vorsichtigen Blick über besagtes Tor. Vielleicht kann man ja irgendwas Wichtiges erkennen. So richtig sehen tut man nichts, ist doch irgendwie unscharf alles. Am besten wir laufen einfach mal um das riesige Grundstück rum auf der Suche nach dem Loch im Zaun. Oder in dem Fall in der Mauer. Vorne sieht super aus. Fast, langsam. Oha, da hat jemand die komplette Mauer weggesprengt. Sachen gibt's, da braucht man nicht einmal den allseits beliebten Urbex-Stuhl. Auf der anderen Seite oben sehe, haben die Harzratten ein Schlupfloch gefunden. Schnell hinterher! Perfekt! Jetzt wieder dicht machen und wir sollten unsere Ruhe haben. Das wird mit Sicherheit eine ganze Weile dauern, bis uns das Schloss wieder ausspuckt. Manchmal ist es richtig einfach. Doch dieser Ort war eine harte Nuss. Ich meine jetzt aber nicht das Hineinkommen. Wie man gesehen hat, war das sogar ziemlich einfach. Sondern was ich damit meinte ist, an Informationen über das Gebäude und vor allem über seine Bewohner zu kommen. Wenn man gefühlt das ganze Internet durchforstet hat und Google somit nicht mehr weiterhilft, dann braucht es vielleicht auch einfach ein kleines Quäntchen Glück. Gepaart mit einem Hauch Intuition. Denn unter Hunderten von Büchern dieses eine unscheinbare zusammengerollte Dokument zu finden und zu sagen, das schaue ich mir jetzt an, ist fast wie ein Sechser im Lotto. Nun weiß ich, wer hier in diesem Schloss lebte. Und plötzlich ergeben auch all die Dinge, die in seinem Inneren zurückgelassen wurden, einen Sinn. Die Jahreszahl 1882 versteckt sich an der Fassade des neobarocken Bauwerks. Und wenn man sich das gesamte Ensemble aus der Luft anschaut, bekommt man schon ein Gefühl dafür, dass es sich hier mit Sicherheit gut leben ließ. Doch heute steht dieses kleine französische Schlösschen leer. Und das schon seit einigen Jahrzehnten. So schön sein Anblick von außen auch ist, es ist an der Zeit, ins Innere zurückzukehren, wo wir unsere Erkundung, wie sich das gehört, in der Eingangshalle beginnen. Als mein Blick nach oben zur verzierten Decke wandert, fällt mir rechter Hand aus dem Augenwinkel etwas auf. Das ist doch nicht etwa eine Alarmanlage? Das Ding nennt sich Alarm 2000 Radar und es sollte der modernste Gegenstand bleiben, den wir im gesamten Schloss vorfanden. Eine Eule als Aufpasser hätte mir auch gereicht, doch glücklicherweise scheint der Alarm nicht mehr aktiv zu sein, sodass wir uns in aller Ruhe umsehen können. Hoffentlich. Ein Blickfang im Flur, diese wunderschöne Vase, die jedoch leider die Jahre nicht schadlos überstanden hat. Einer der Griffe ist abgebrochen. Doch auch so ist sie meiner Meinung nach noch immer ein echtes Highlight. Ein weiterer Blickfang
Ihr hattet ihn natürlich schon erspäht. Ist dieser Kinderwagen? Oder ist es ein Puppenwagen? Mal schauen, ob sich darin irgendwas versteckt hat. Nun ja, das geht ja gerade noch. Ist mir definitiv lieber als eine dieser Horrorpuppen. Damit betreten wir das Esszimmer. Oder soll ich es lieber Speisesaal nennen? Egal wie. Irgendwelche Urbexer meinten auf jeden Fall, sie müssten mal wieder den Tisch eindecken. Was tut man nicht alles für ein tolles Foto? Aber kann man das Geschirr nicht einfach im Schrank stehen lassen, da wo es hingehört? An dem Holzständer mit der Schale fällt mir zum ersten Mal bewusst etwas auf. Der Aufkleber mit einer Nummer. Diese Gegenstände sollten wohl verkauft werden. Wer genau hinschaut, findet solche Zettelchen an vielen anderen Stellen im Schloss. Wenn euch also etwas interessiert, einfach die Nummer notieren. Ich leite das dann weiter. Nicht. Was ich aber mache, ist aufräumen. Dieses Engelchen gehört wieder an seinen ursprünglichen Platz zurück. Da ist doch extra ein Nagel an der Wand für das güldene Dingensbummens. Und schon stimmt die Symmetrie auch wieder. Perfekt. Damit verlassen wir den Speisesaal und erhaschen einen ersten Blick auf den gegenüberliegenden Raum. Das ist der pompöse Salon und ich bin für eine Weile still. Mit dem Blick ins nächste Zimmer melde ich mich zurück und nutze die Gelegenheit, euch etwas über den Hausherrn zu erzählen. Sein Name war Hector. Geboren wurde er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und ein Großteil der Dinge, die sich noch heute hier im Schloss befinden, gehörte ihm. Nach seinem Tod im Alter von 75 Jahren schaute sein Sohn Pierre noch für einige Jahrzehnte im Schloss nach dem Rechten. Doch sein Einfluss auf das, was wir heute erkunden dürfen, war vergleichsweise gering. Hector war nicht nur Architekt, sondern auch Historiker, Schriftsteller, Künstler sowie Wissenschaftler. Und er besaß eine der umfangreichsten Steinsammlungen der Welt. Doch nicht nur die unterschiedlichsten Gesteine, sondern auch Muscheln, Fossilien, Sedimentproben und vieles mehr befinden sich in den zahllosen Sammelkästen. Was ich euch im Folgenden zeige, ist nur ein Bruchteil der Boxen, die sich an mehreren Stellen im Haus verteilt befinden. Und allein hier könnte man Stunden verbringen, um die akribisch sortierte Sammlung genauestens unter die Lupe zu nehmen. Es gibt Momente, an denen ich mir wünsche, nicht filmen zu müssen, sondern nur erforschen zu dürfen. Thank you.
Was mich wirklich traurig stimmt, ist die Tatsache, dass Personen, die auf der Suche nach Wertgegenständen das Schloss stellenweise auf den Kopf gestellt haben, auch vor Hectors Sammlung keinen Halt gemacht haben und das, was er wohl in jahrzehntelanger Arbeit und voller Leidenschaft zusammengetragen hat, in kürzester Zeit durcheinander und auseinandergebracht wurde. Inmitten der vielen Schächtelchen entdecke ich noch etwas ganz anderes. Zwei alte Degen, vielleicht auch ein Florett, die früher einmal repräsentativ über dem Kamin hängen. Ein Wunder, dass sie noch nicht gestohlen worden sind. Wieder zurück in der Eingangshalle blicken wir an der Vase vorbei in das letzte große Zimmer des Erdgeschosses. Welche Funktion der Raum wohl hatte? Sicherlich habt ihr eure eigenen Gedanken dazu. Ich weiß, dass viele Zuschauer auch immer gerne Küchen sehen wollen. Nun denn? Für mich am interessantesten ist hier allerdings die Lampe und das Spinnwebengespinst, das sich quer durch den halben Raum zieht. Viel zu bieten hat die Küche sonst nicht, wobei ich mir vorstellen könnte, dass auch schon einiges rausgeschafft worden ist. Ich bin auf jeden Fall froh, nicht blindlings in diese riesige Fliegenfalle gelaufen zu sein. Boah, widerlich! Das war's mit dem Erdgeschoss. Unser Blick richtet sich nun langsam nach oben, wo noch zwei komplette Stockwerke darauf warten, erforscht zu werden. Im Treppenhaus hängt ein weiteres Engelchen und unsere Puppe schläft nach wie vor friedlich in ihrem Kinderwagen. Modernste Technik begrüßt uns im ersten Stockwerk und wir beginnen in einem der zahlreichen Zimmer. Ich kann euch wahrlich nicht alles zeigen, sondern habe die Dinge herausgesucht, die ich am sehenswertesten und außergewöhnlichsten fand, wie zum Beispiel die fast schon kläglichen Überreste einer Käfersammlung. Aber egal wie ihr Zustand auch ist, kleine Monster sind das teilweise schon. Das Gebiss eines großen Monsters hängt an der Wand. Ich vermute, dass das zu einem Haifisch gehörte. Dann wäre da noch die Deckenleuchte. Wer sie haben möchte, notiert sich die 120. Schon ein exklusives Stück, wie ich finde. Bevor wir uns das Zimmer linker Hand anschauen, möchte ich den lichtdurchfluteten Raum rechts davon inspizieren. Das ist doch eine rosafarbene Toilette. Natürlich. 1 Liter Eau de Toilette. Und wem das nicht zusagt, für den hätte ich noch eine Alternative im Angebot. Was ich lustig finde, sogar das Toilettenpapier ist hier rosa. Jetzt aber links. Um ehrlich zu sein, hätte ich dieses Zimmer fast ausgelassen. Doch dann stieß ich auf einige interessante Dinge. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Auf einer Kommode liegt ein Foto. Es könnte gut möglich sein, dass dieses Pierre und seine Frau zeigt. Auf dem Kaminsims machen wir schließlich noch eine tolle Entdeckung. Doch so schön die Porzellanfiguren auch sind,
was ich meine, befindet sich ganz am Ende. Wie soll man das nennen? Ein Mäusetheater? Auf jeden Fall hat es zwei kleine Schubladen. Eine Spieluhr. Solche Funde feiere ich wirklich. Hier stand mit Sicherheit auch einmal ein wunderbares Bett. Doch das ist wie viele andere Dinge inzwischen verschwunden. Die Vandalen waren hier noch nicht, aber Plünderer haben im Schloss auf der Suche nach Wertsachen das Innere nach außen gekehrt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alles ist übersät mit Dingen, die aus Schubladen herausgerissen worden sind. Und wieder einmal frage ich mich, was das für Menschen sind, die zu solchen Aktionen fähig sind. Wenn ich Bilder wie diese sehe, könnte ich weinen. Denn hier wurde der Besitz anderer ohne jede Form von Respekt misshandelt, zerstört, vernichtet. Das Einzige, was manche in solchen Orten sehen, ist eine schnelle Geldquelle. Und ihren Müll lassen sie auch noch zurück. Trotzdem lohnt es sich, auch in solchen Zimmern immer genau hinzuschauen. Denn man weiß nie, was man in oder auf den Schränkchen doch noch findet. Ein Terminkalender aus dem Jahr 1900. Das ist schon richtig alt. Vollgeschrieben von vorne bis hinten. Und wenn ich ihn jetzt noch richtig rumdrehe, dann kann ich noch immer nichts lesen. Ich habe keinen Schimmer, worum es geht. Aber allein der Gedanke, dass dieses Büchlein vor mehr als 100 Jahren beschrieben wurde, löst eine gewisse Ehrfurcht in mir aus. Schließlich stoße ich auf etwas, wo mir wieder Hektors Hauptberuf in den Sinn kommt. Architekt. Das sind doch Konstruktionszeichnungen, oder? Wenn jemand mehr damit anfangen kann als ich, würde ich mich über euren Input in den Kommentaren wirklich freuen. Wieder einmal muss ich erwähnen, dass das Entdeckungen sind, die mich am glücklichsten machen. Der kleine Uli möchte aus dem Entdeckerparadies abgeholt werden. Nein, 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 will ich natürlich nicht. Ich muss erst noch auf die Toilette gehen. Obwohl, wenn ich sehe und auch rieche, wie es da oben an der Decke in der Ecke schimmelt, dann lassen wir das lieber. Was für Idioten, echt. Erstes Stockwerk, check. On to the next. Vielleicht habe ich auf der letzten Etage mehr Glück mit einer sauberen Toilette. Doch zunächst genießen wir diesen Ort der Ruhe. Zwei Videografen und YouTuber zur selben Zeit am selben Ort. Wie hat Pete von den Harzratten dieses tolle Schloss abgelichtet? Die Antwort gibt es auf ihrem YouTube-Kanal. Und weiter geht's. Im Stockwerk darunter war die Toilette pink. Jetzt ist sie mintfarben. Doch mich interessiert aktuell eher das Zimmer links daneben. 360 Grad Rundumblick gefällig? Machen wir! Was ich bisher vernachlässigt habe zu erwähnen, waren die Tapeten. Das möchte ich nun nachholen und gleichzeitig noch einmal auf ein bereits bekanntes Problem hinweisen.
Etwas, das uns schon unten im Bad begegnet war, nämlich Schimmel. Und wo es Schimmel gibt, da ist der natürliche Verfall nicht weit entfernt. Es sind halt doch immer wieder die gleichen Probleme, die entstehen, wenn Räume nicht geheizt bzw. gelüftet werden und den Tag-Nacht-Temperaturschwankungen sowie den Jahreszeiten gnadenlos ausgesetzt sind. Das Ergebnis sieht dann eigentlich immer so aus. Natürlich gehört genau das zum Urbexen dazu. Zu clean sollte ein Ort auch nicht sein. Und am Ende des Tages steht natürlich außer Frage, dass ich in bester Bachelorette-Manier diese goldene Rose annehmen werde. Mit lieben Grüßen von der Dame des Hauses. Bevor ich zu den beiden spektakulärsten Zimmern des Schlosses komme, noch zwei Räume, die es nicht ins Video geschafft haben. Wobei ich mich jetzt frage, wieso ich hier nicht gefilmt habe. Aber egal, als Ausgleich ein paar WC-Fotos. Gehen wir sie an. Die beiden finalen Zimmer warten auf uns. Ein schwerer Schreibtisch in der hinteren Hälfte des Raumes. Ganz offensichtlich ein kleines Büro. Passend zur Thematik entdecke ich etwas, das ich noch an keinem verlorenen Ort vorfand. Manch einer weiß sicher schon, was das ist. Davon gibt es noch ein zweites. Stellt euch vor, ihr hättet hierauf mit Tinte unterschrieben. Dann nehmt ihr die sogenannte Löschwiege und trocknet damit eure Unterschrift. Das waren noch Zeiten. Auch hier möchte ich die Tapete hervorheben. Piratenschiffe, Schatzinseln, ein Kompass. Abenteuer pur. Und das großflächig. Natürlich gehört dazu auch das passende Equipment. In dem Fall ein kleines Barometer in Form eines Schiffssteuerrades. In einer Ecke am Fenster liegt ein Stapel Zeitschriften. Zu oberst The King of Pop. Vielleicht ein wenig ausgebleicht, der Gute, aber das war im richtigen Leben ja auch. Dennoch ist und bleibt er der größte Künstler aller Zeiten. Damit gedanklich wieder zurück in die Gegenwart, wo ich die Gelegenheit nutze, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Auf den kleinen Park. Und wenn wir jetzt draußen wären, könnten wir unsere Füße im Teich baumeln lassen. Überhaupt, dieser Ort hat etwas Magisches an sich. Und damit transportieren wir uns wieder zurück ins Schloss. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Uli, mach bloß die Truhe auf. Doch ich tänzle erst einmal ein wenig darum herum. Interessanterweise befindet sich obendrauf ein Schildchen mit Hektors Adresse. Es scheint fast so, als wäre dieses Ding verschickt worden. Also gut. Ich sehe einen Kalender von 1958, das war nach seinem Tod, sowie ein Vorhang, ein Brautschleier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt das wieder zurück in die Schatztruhe. Gefällt mir das Ding. Welche Nummer muss ich mir notieren? Damit voller Elan ins letzte Zimmer. Bereits nach wenigen Schritten wird einem klar, das wird was Längeres. Ganz offensichtlich war dies Hektors Hauptbüro. Und über ihn möchte ich euch jetzt ein wenig mehr erzählen. Dass er hauptberuflich Architekt war, hatte ich bereits erwähnt. Doch wie es dazu kam und was er sonst noch alles auf die Beine gestellt hat, erfahrt ihr gleich. Hektors Familiengeschichte reicht mehrere Jahrhunderte zurück und bildete die Basis für sein Leben und sein Schaffen. Sein Vater war Bürgermeister, fest im öffentlichen Leben verwurzelt und er selbst ein extrem guter Schüler. Einer der besten Abiturienten aller Gymnasien Frankreichs, der mehrere nationale Wettbewerbe gewann. Nach seinem Abschluss besuchte er die Schule der schönen Künste in Paris, die älteste und berühmteste des ganzen Landes. Auch dort erhielt er mehrere Auszeichnungen und beendete sein Studium schließlich als diplomierter Architekt. Seine Spuren hat er überall in der Stadt hinterlassen. Sein Name prangt an Häuserfassaden, an Pavillons und an Brunnen.
Man muss nur mit offenen Augen durchs Leben laufen, um ihm zu begegnen. Neben seiner Karriere als Architekt war Hector auch stark in das Leben seiner Stadt eingebunden. Er war unter anderem Stadtrat, stellvertretender Bürgermeister, Friedensrichter, Mitglied in mehreren Gremien und nach dem Zweiten Weltkrieg Präsident der Gewerkschaft für den Wiederaufbau. Neben all diesen Tätigkeiten ist Hector auch noch Gelehrter und ich frage mich ernsthaft, wann er wie die Zeit fand, historische Forschungen zu betreiben und deren Ergebnisse zu veröffentlichen. Dieser Raum ist vollgestopft mit Büchern, Manuskripten, Karten und. Ein Eldorado für Entdecker wie mich. Bücher über Bücher. Und dann war da noch dieses eine Dokument. Ihr erinnert euch? Ich kann es euch leider nur verpixelt zeigen, doch so viel sei verraten. Für seine Verdienste bekam Hector die Silbermedaille der Stadt verliehen. Und das ein halbes Jahr bevor er starb. Immerhin. Vor lauter Schriftstücken neigt man dazu, so manches zu übersehen. Ganz hinten in der Zimmerecke versteckt sich förmlich ein wunderschöner Tresor. Dieser stammt aus dem Jahr 1910. Ein Schmuckstück. Und auch wenn ich keinen Schlüssel für das Schloss finden konnte, an den Rädchen muss ich dennoch mal drehen. Mein Blick wandert nun in die andere Richtung des Architektenbüros, wo ein großformatiger Atlas über die Belagerung von Paris ausgebreitet vor mir liegt. Gedruckt wurde er im Jahr 1872 und es fühlt sich schon irgendwie besonders an, wenn man durch solche Schätze blättern darf. Eigentlich gehört so etwas sofort gerettet. Liebe schließlich noch dieses Schränkchen, voll mit dem unterschiedlichsten Geraffel. Und hierfür brauche ich kein Buch über Mineralogie, denn wenn ich mich nicht irre, ist das eine Koralle. Auch das hier kommt mir sehr bekannt vor und ihr wisst das natürlich auch. Das ist ein Stalaktit, also ein Tropfstein. Und was ich mich gerade frage ist, wie viele Jahrhunderte hing der wohl an der Decke einer Höhle, um diese Länge zu erreichen? Zwei Dinge habe ich noch, dann bin ich fertig mit dem Schloss. Was auf den ersten Blick unspektakulär aussieht, sind in Wirklichkeit belichtete Fotoplatten. Quasi wie Filmnegative. Das heißt, wenn ich meine Aufnahme jetzt umkehre, dann sieht man viel besser, was hier fotografiert wurde. Das mache ich bei zwei anderen Fotoplatten jetzt auch nochmal.
Solche Fotografien sind übrigens richtig alt. Ich schätze mal so um 1900. Wäre schließlich noch das hier. In solchen Boxen befinden sich die Manuskripte von Büchern, die Hector geschrieben hat. Ich habe gelesen, dass es quasi unmöglich ist, all seine Veröffentlichungen aufzulisten, da sie so zahlreich sind und die unterschiedlichsten Bereiche umfassen. Experten glauben sogar, dass viele seiner Werke verschollen sind. Die Frage, die ich mir deshalb stelle, lautet: Wissen Sie, welche literarischen Schätze hier im Schloss verborgen sind? Ich vermute fast, die Antwort lautet nein. Damit geht meine Erkundung des Chateaus zu Ende. Man hätte mich auch einfach hier im Büro einschließen können. Langweilig geworden wäre mir so schnell nicht. Und vielleicht hätte ich dann auch den Schlüssel für den Safe gefunden. Was bleibt jetzt am Ende des Tages übrig? Was nehmen wir mit? Ausnahmsweise möchte ich nicht über die Zukunft des Traumschlosses spekulieren, sondern meine Gedanken zurück zu Hector lenken, über den jemand einmal Folgendes sagte. Ein Dreivierteljahrhundert lang war Hector entweder als Beobachter oder als Darsteller an allen Prüfungen des örtlichen Lebens beteiligt gewesen. Und er war überzeugt davon, der lokale Geschichtsschreiber seiner Zeit zu werden. So, wie er sich bereits als Entdecker und Historiker der Vergangenheit seines Geburtsortes manifestiert hatte. Simpler ausgedrückt, er hielt sich für einen der Größten seiner Stadt. Und tatsächlich war er das auch. Der Tag war lang gewesen, die Erkundung des Schlosses hatte Stunden gedauert und wir hatten noch einige Kilometer auf dem Weg zu unserem Hotel vor uns. Doch wir wollten unserem nächsten Ziel möglichst nahe sein, um am nächsten Morgen früh starten zu können. Denn auch dieser verlorene Ort sollte wieder ein echtes Highlight werden. Okay, nach 4 Stunden Fahrt sind wir endlich am Hotel angekommen. Man glaubt es kaum, das ist das Hauptgebäude. Aber was ganz großartig ist, ist hier dieser alte Peugeot 404. Schaut euch dieses tolle Auto an. Und mein Zimmer, ein Einzelzimmer wohlgemerkt, versteckt sich hinter dem klangvollen Namen Villa Belloc. Und in bester Urbex-Manier werfen wir gleich mal einen vorsichtigen Blick hinein. Interessant ist, dass die Tür sich hier so zweiteilen lässt. Ja, und hier ist mein riesig großes Einzelzimmer. Und falls sich jetzt jemand fragen sollte, wo zur Hölle schläfst du, gehe ich mal einen Schritt zurück. Man sieht es rechter Hand schon. Da gibt es nämlich eine Leiter, die nach oben führt auf eine kleine Empore. Und da ist mein Bett oben. Gehen wir jetzt auch mal schnell hoch. So, und schon sind wir oben. Und hier ist es. Mein Bett. Gar nicht klein, richtig groß. Mein Lieblingsutensil ist aber übrigens dieser eine einsame Bügel, der da hängt. Energisch, aber sinnlos. Das Allerwichtigste natürlich wie immer das Wi-Fi-Passwort. Wobei ich glaube, ich bin so müde, ich gehe lieber einfach pennen. Aber sehr, sehr schön, sehr gemütlich. Kurzer Blick noch nach unten. Und das war's. Ja, es war ein langer, anstrengender Tag. Ich würde sagen, gute Nacht. Folgendes erwartet euch auf dem nächsten Tape. Was versteckt sich in der kleinen Scheune? Was wartet auf uns hinter dem Hoftor? Und welche Entdeckungen werden wir im Wohnhaus machen? Doch die stechendste aller Fragen lautet: Wie zur Hölle kommen wir einigermaßen unversehrt durch dieses Meer an Brombeersträuchern? Als wir es endlich ins Innere geschafft haben, sind wir einerseits geschockt von dem Chaos, das im gesamten Haus vorzufinden ist. Auch weil man Angst hat, irgendetwas Wertvolles kaputt zu treten. Andererseits aber begeistert von all den Dingen, vor allem den unzähligen Gemälden, die jeden Winkel auszufüllen scheinen. Der natürliche Verfall ist grandios und ohne Atemschutzmaske riskiert man hier definitiv seine Gesundheit. Vielleicht aber auch, indem man wieder einmal alles ohne Handschuhe anfummelt.
Wer war der Künstler, der in diesem Chaos leben konnte? Und welcher geradezu klägliche Anfängerfehler ist uns unterlaufen, der mich bis heute noch immer nicht mit diesem Ort abschließen lässt? Die Antwort darauf erfahrt ihr auf dem nächsten Tape. Puh, das war ein hartes Stück Arbeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden ich an diesem Video gesessen bin. Denke aber, die Mühe hat sich mehr als gelohnt. Und auch ihr habt richtig Sitzfleisch bewiesen, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder.